Laura hat Angst. Schau mal, Justine, bat Yoshi. Schon wieder ein Kind, das unbedingt unsere Hilfe benötigt. Er kramte einen kleinen Umschlag und ein Foto aus seiner Kater-Umhängetasche hervor und reichte beides Justine. Diesen Brief hat uns Laura geschrieben, erklärte der Kater. Justine staunte, denn bislang hatte ihm noch niemals ein Kind geschrieben. Laura hat uns geschrieben? Fragte sie deshalb. Ja, sie braucht unbedingt unsere Hilfe. Eine Klassenkameradin hat ihr von uns erzählt, freute sich Yoshi. Doch dann verdunkelte sich sein Gesicht wieder und das Lächeln verschwand von seinen Lippen. Ihr Papa ist das Problem, schreit viel und die Hand ist ihm auch schon mal ausgerutscht. Oh weh, das ist ja schlimm. Sie sieht auch wirklich ziemlich ängstlich aus, sagte Justine, während sie das Foto betrachtete. Es kommt noch viel schlimmer. Lauras Mama kann ihr auch nicht helfen. Die hat selbst Angst vor ihm. Justine runzelte besorgt die Stirn. Dann fischte sie den kleinen Brief aus dem Umschlag und begann zu lesen. Liebe Justine, lieber Yoshi, ich heiße Laura Müller und bin fast 9 Jahre alt. Meine Klassenkameradin Chiara hat mir von euch erzählt. Deshalb schreibe ich diesen Brief und hoffe sehr, dass ihr ihn erhaltet und mir helfen könnt. Mein Papa hat viel Stress im Büro. Deshalb hat er immer schlechte Laune, sagt Mama. Er schreit ganz furchtbar mit mir und einmal ist ihm auch schon die Hand ausgerutscht. Ich habe schon richtig Angst vor Papa, obwohl ich ihn sehr, sehr lieb habe. Meine Mama ist auch sehr traurig. Aber sie kann mir nicht helfen. Sie sagt, dass alles wieder gut wird, wenn Papa nicht mehr so viel Stress hat. Könnt ihr mir helfen? Eure Laura. Natürlich können wir dir helfen. Bin schon unterwegs, rief Justine und schwupp war sie weg. Laura saß in ihrem Zimmer am Schreibtisch. Laura hatte ein wirklich schönes Zimmer, fiel Justine sofort auf, als sie von außen an die Fensterscheibe klopfte. Ein Zimmer, in dem sich ein Kind wirklich wohlfühlen könnte, wenn nicht der Papa. Ja, aber genau deswegen war Justine ja hier. Laura sollte sich wieder wohlfühlen können und keine Angst mehr haben. Laura sprang vom Stuhl auf, kam zum Fenster geeilt und öffnete es. Ihr kleines Gesicht sah ganz hoffnungsvoll aus, trotz der Traurigkeit, die in ihren blauen Augen lag. »Bist du Justine?«, fragte sie aufgeregt. »Bist du wirklich gekommen, um mir zu helfen?« Justine schwebte durch das geöffnete Fenster und setzte sich auf die Fensterbank. »Hallo, Laura«, zwitscherte sie. »Stimmt, ich bin Justine.« Laura schien einen Moment jeden Kummer und sämtliche Ängste vergessen zu haben. So beeindruckt war sie von der schmunzelnden Justine. »Du kannst ja sogar fliegen. Das hat mir Chiara gar nicht erzählt. Ist das ein Trick oder wirklich echt?«, rief sie. »Naja«, tat sie bescheiden, »fliegen ist vielleicht etwas übertrieben. Ich würde eher schweben sagen.« Laura musterte sie dennoch bewundernd. Dann fiel ihr wieder ein, warum Justine eigentlich in ihr Zimmer geschwebt war, und sogleich liefen ihr heiße Tränen über die kirschroten Wangen. »Ich habe von den Kinderrechten gehört«, schniefte sie leise. »Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja auch ein Kinderrecht, das mir helfen kann.« »Ja, genau deshalb bin ich hier«, sagte Justine, kramte die weiße Schriftrolle aus ihrer Umhängetasche hervor und reichte sie Laura. »Lies bitte laut vor«, forderte Justine sie auf und nickte ihr aufmunternd zu. Und Laura las. »Das sind Kinderrechte. Artikel 19. Gewalt gegen Kinder ist verboten. Kinder haben das Recht, gewaltfrei aufzuwachsen. Kinder sind nicht so stark wie Erwachsene und können sich nicht so gut wehren, wenn ihnen ein Unrecht angetan wird. Deshalb dürfen Eltern, Erzieher und Erwachsene nicht zulassen, dass Kinder geschlagen, eingesperrt oder misshandelt werden. Bis vor ein paar Jahren war man sich in Deutschland noch nicht einig darüber, ob dies auch für Eltern gelten sollte, die ihr Kind wegen eines Fehlverhaltens bestrafen wollen. So war eine Ohrfeige als Mittel der Erziehung nicht verboten. Im Jahr 2000 hat der Bundestag dies geändert. Er hat in das Erziehungsrecht geschrieben,
Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Anschreien, Bedrohungen und Beleidigungen sind auch Formen von Gewalt. Laura ließ die Schriftrolle sinken und schaute Justine aus großen Augen an. Und dieses Kinderrecht gilt auch für mich? Fragte Laura. Justine nickte zufrieden. Jawohl, das ist dein Recht, genauso wie das von allen anderen Kindern auf dieser Welt. Laura zog die Oberlippe zwischen die Zähne und kaute einen Moment nachdenklich darauf rum. Dann erhellte sich ihr Gesicht und sie begann zu strahlen wie der Polarstern am Nachthimmel. Der Gedanke ist gut, flüsterte sie. Wirklich sehr, sehr gut. Justine seufzte zufrieden. Finde ich auch. Jetzt muss nur noch Papa davon erfahren, murmelte Laura nachdenklich. Aber wie stellen wir das am besten an? Laura blieb kaum Zeit, sich noch länger darüber Gedanken zu machen, denn ihr Wunsch ging schneller in Erfüllung als gedacht. Ihr Papa kam ins Zimmer gestürmt und begann laut zu schimpfen. Wahrscheinlich hatte es mal wieder Ärger im Büro gegeben, dachte Laura ängstlich. Ich bin im Flur über deine Sporttasche gestolpert, schrie Papa. Wie oft habe ich dir schon gesagt, schimpfte er weiter und ging mit erhobener Hand auf Laura zu. Stopp, kam es plötzlich aus der hintersten Ecke des Zimmers. Laura fuhr zu Justine herum, aber ihr Papa hatte sie natürlich nicht gehört, denn für Erwachsene war Justine eben unsichtbar. Laura, los, trau dich. Dein Papa kann mich nicht sehen, du musst ihm sagen, dass er das nicht darf. Denk an deine Kinderrechte, feuerte sie Laura an. Laura zögerte noch, doch schließlich stand ihr Papa fast vor ihr und sein Gesicht verformte sich immer mehr zu einer wutverzerrten Maske. Da holte Laura tief Luft, streckte beide Hände nach vorne aus, so als ob sie ihren Papa damit abwehren wollte und schrie so laut, dass ihre Stimmbänder vibrierten. Stopp! Das darfst du nicht! Ihr Papa ließ die Hand sinken und schaute Laura verwundert an. Kinder haben Rechte, sagte Laura. Sehr schnell und plötzlich sehr leise. Sie haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen. Keiner darf gemein zu ihnen sein und niemand darf sie schlagen. Gewalt gegen Kinder ist verboten. Gut so, rief Justine Laura zu. Da schaute Lauras Papa auf seine Hand, als ob er sie gerade erst entdeckt hätte. Er räusperte sich leise und sagte nur, nein. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und verschwand aus Lauras Zimmer. Nicht zu fassen, murmelte Laura. Sie konnte gar nicht begreifen, was soeben geschehen war. Das habe ich mich noch niemals getraut. Justine klatschte begeistert in die Hände. Du warst super, Laura. Richtig mutig und selbstbewusst, trällerte sie. Aber wie geht es nun weiter? Laura war noch immer ganz verwirrt. Wir werden sehen, Laura. Vielleicht wird jetzt einfach alles gut. Laura nickte nachdenklich und flüsterte, das wäre schön. Wirklich wunderschön. Da hob Justine die Hand, winkte Laura zum Abschied zu und schwupp war sie wieder verschwunden. Aber die beiden hatten umsonst gehofft. Nichts wurde einfach gut. Lauras Papa machte gleich am nächsten Tag einfach weiter. Laura, sagte er mit böser Stimme, was hab ich dir gesagt? Du sollst ordentlich schreiben, er knallte Lauras Schreibheft wütend auf den Küchentisch. Ich habe mich doch bemüht, murmelte Laura ängstlich. Das machst du alles noch einmal, sonst, brüllte ihr Papa. Ganz plötzlich saß Justine neben Laura am Tisch. Mit Ellbogen verpasste sie ihr einen sanften Stoß in die Seite. Laura, denk an deine Kinderrechte. Lass dir das nicht gefallen. Da räusperte sich Laura und sagte mit ruhiger Stimme, Stopp! Hör auf, mich anzuschreien. Das macht mir Angst. Ihr Papa blieb mitten im Raum stehen und schaute Laura aus zusammengekniffenen Augen an. Was? Stotterte er. Das darfst du nicht, rief Laura und Justine gleichzeitig im Chor. Und als er immer noch einfach nur dastand und nicht begreifen wollte, da schwupp hüpfte die winzig kleine Justine auf seine linke Schulter. Lauras Papa war wieder ein kleiner Junge. Ein kleiner, sehr ängstlicher Junge, der mit eingezogenem Kopf und glitzernden Tränen in den Augen seinem Papa am Küchentisch gegenüber saß.
Sein Papa schimpfte und brüllte und tobte durch die Küche. Der kleine Junge hatte solche Angst, dass er am ganzen Körper zitterte. Er warf seiner Mutter einen flehenden Blick zu. »Hilf mir doch«, schrien seine Augen. Aber Mama stand nur starr im Türrahmen, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Plötzlich hob sein Papa die Hand, holte aus und wollte damit direkt auf die Wange des kleinen Jungen schlagen. Doch bevor es dazu kam, schwupp, hüpfte Justine wieder von seiner Schulter. Aus dem kleinen Jungen war wieder Lauras Papa geworden. »Entsetzlich«, krächzte Lauras Papa erschüttert. »Gewalt ist ganz, ganz entsetzlich.« Dann lief er einfach zur Tür hinaus. »Auftrag erfüllt.« Justine seufzte zufrieden. Doch ehe Yoshi auch nur ein Wort über die schmalen Katerlippen bringen konnte, da hatte Justine ihn schon an die Pfoten gepackt. Nach einem Moment, der kürzer war, als ein Wimperschlag dauert, hockten die beiden in Lauras Zimmer. Laura saß auf ihrem Bett. Daneben ihre Mama und ihr Papa. Mama weinte ein bisschen und Papa hatte schamrote Flecken im Gesicht. »Laura«, stammelte er leise, »es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Ich weiß selber nicht, wie es so weit kommen konnte, wie ich so werden konnte.« Ihr Papa schniefte. Laura hatte ihren Papa noch niemals zuvor schniefen gehört. »Ich habe vergessen, wie schlimm Gewalt ist. Wie furchtbar es ist, Angst haben zu müssen. Angst vor seinem Papa. Doch, das ist so entsetzlich. Ich schäme mich sehr dafür, Laura.« Er nahm Laura in den Arm. »Kannst du mir verzeihen? Gibst du mir noch eine zweite Chance, Laura?« »Und mir, Laura? Ich schäme mich genauso wie Papa. Ich habe dich nicht beschützt. Habe einfach zugesehen und gehofft, dass sich etwas ändern würde«, flüsterte Lauras Mama ebenso beschämt. Laura nickte und fragte leise, »Versprecht ihr mir, dass nun alles gut wird?« »Ich schwöre es«, sagte ihr Papa. »Du hast mein Wort«, versprach ihre Mama. Da wandte sich Laura zu Justine um und flüsterte, »Danke«. Und schwupp waren Justine und Yoshi aus Lauras Zimmer verschwunden.